Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Stardew Valley. Ja, wir haben uns ein wenig verausgabt, beziehungsweise ist es zu spät geworden. So, wir wollen jetzt mal gucken, dass wir hier nochmal ein paar Sachen reinpacken. Hier die Drachenzähne haben wir gefunden. Schleim kann hier rein. Ja, ein Phönixring können wir reinpacken. Wie gesagt, die ganzen Erze. Uralte Samen würde ich auch erstmal ablegen. Neugieriger Köder können wir auch ablegen. Ja, da ist das Ganze hier auch schon wieder voll. Restlichen Sachen nehmen wir einfach wieder mit, beziehungsweise hier die Knollen können wir nochmal hier unten irgendwo pflanzen am Wasser. Und da gucken wir vielleicht nochmal, ob wir hier ein paar Miesmuscheln rausbekommen. Upsala. Falsches Werkzeug. Und hier haben wir Ananas. Irgendwas wollte der Froschkönig hier auch haben. Ich glaube aber, dass das Bananen sind. Das Landwimmelte eins von Früchten. Ich wünschte, ich sehe das noch einmal. Züchte dich für mich, da rosa Ding, da saftiges Ding. Klitzeklein, komm wieder, wenn eine Bombe groß ist. Können wir ihnen das geben? Nee. Okay. Dann nicht. Aber dann werden wir die Ananas hier mal verkaufen. Ja. Da sind die Miesmuscheln. 71 haben wir. 4 fehlen für einen Baum. So, es regnet immer noch. Wir haben ja den Badeort repariert, aber ich denke, der wird erst öffnen, wenn die Sonne scheint. Deswegen müssen wir uns dann nochmal gedulden. Wir werden wieder in die Mine gehen und dort versuchen, ja, ein bisschen voranzukommen. Oh, hallo. Aquamarin hat er fallen lassen. Ja, cool. Warum nicht? Hallo. Bitteschön, da haben wir eine Fledermaus. Wenn man bedenkt, mehrere Generationen sind vergangen, während diese kleinen Knochen unter der Erde verborgen lagen. Jetzt gehört er mir. So, was haben wir denn da als Belohnung? Eine goldene Walnuss. Ja, cool. Dann kommen wir auf 5. Das ist doch super. Nichtsdestotrotz gucken wir jetzt hier nochmal. Vielleicht finden wir ja nochmal ein paar Sachen. Ja, bis auf Knochenfragmente ist hier nichts zu holen. Und ein bisschen Lehm. Ja, Pilze hier wieder drin. Brauchen wir aber auch nicht. Ja, lass uns doch mal gucken, ob wir hier vielleicht unsere Waffe nochmal ein bisschen verzaubern können. Das können wir eigentlich nochmal machen. Gehen wir mal direkt zum Vulkan hoch. Wir hier ein Aquamarin und ein Jade haben wir auch noch aufbewahrt. So, der und der. Du stellst her, ja, zweimal geschmiedet. Genau, 15 Schlackendinger haben wir. Und dann machen wir das Ganze hier nochmal mit dem. Ja, besser geht gar nicht. Du hast noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Kritische Chance, kritische Kraft, plus 10 Gewicht. Und Kreuzritter haben wir auch noch drauf. Also da haben wir schon einiges verbessert. Können wir hier noch irgendwie was verbessern? Wir haben keine Edelsteine mehr, aber ja, die Sachen, unsere Werkzeuge können wir natürlich auch noch verbessern. Schlackenscherben sammeln wir auch noch mit der Zeit. Also alles cool. Hier machen wir schon ordentlich was. So, da wollen wir nochmal hoch.
Ja, vielleicht kriegen wir von den Schleimen nochmal eine Walnuss. Herr Kollege, der ist auch weg. Ja, Ebene 5 möchte ich auf jeden Fall gerne erreichen. Das ist das Ziel hier heute. Es sind gar nicht so viele Steine, dass sich das lohnen würde, da mal zu gucken. Nochmal ein Köder. Mal durch. Achso, wir können auch unten lang. Die nehmen wir natürlich immer mit. Schön praktisch. Ui, was haben wir denn hier? Ah, guck mal. Haben wir noch gar nicht gesehen. Mach mal gut. Okay, da werden wir ein bisschen langsamer. Ja, das war eine schöne Ebene gewesen. Schön kurz. Ja, das ist natürlich nichts hier. Ein Rubin. Ja, komm mal her. Schalten wir dich auch nochmal aus. Vielleicht lässt er mal eine Walnuss für uns springen. Nö, gar nichts. Schade. Schade, dass wir den nicht treffen. Dann eben so. Ja, da liegt sogar noch Iridium-Erz. Brauchen wir nicht mehr. Sind wir nicht drauf angewiesen. Unglaublich, hätte ich nicht gedacht, dass wir hier so gut vorankommen mal. Dass uns das alles keine Schwierigkeiten mehr bereitet. So, Abkürzung zum Ausgang, ja, wollen wir machen. Dann kommen wir nämlich von hier aus auch wieder weg. Wir jetzt hier durch das Loch wieder zum Anfang zurück. Oder wir laufen einfach bis zum Ende. Das können wir machen, wie wir lustig sind. Ja, schön, dass wir hier nur mumifizierte Fledermäuse finden, aber keine anderen Knochen. Das ist ein bisschen schade. Ja,
Ja, das ist schon schön, wenn man keine Geldsorgen mehr hat. Dann kann man sich nämlich auch einfach hier die Bomben kaufen, so wie wir das jetzt gemacht haben. Und dann läuft man hier einfach so schnell durch. Keine Begrenzungen mehr da. Da finden wir sogar noch mal eine prismatische Scherbe. Ja, vielleicht können wir die dann auch noch mal aufwenden für eines unserer Werkzeuge. Müssen wir mal gucken, welches wir denn nehmen. Bombe platzieren. Edelstein über Edelsteine. Ich glaube, jetzt kann man mal einen Magma-Hut ruhig essen. Nehmen wir mal hier den normalen. Der gibt uns auch schon genug. Ja, ab in die Ebene 9 und dann bei 10 sind wir auch schon wieder oben. Wo kommen wir denn hier lang? So einmal so laufen. Oha, was ist denn hier los? Müssen wir die alle drücken oder? Achso, nur einer musste gedrückt werden. Wir mussten nur herausfinden, welcher. Das war jetzt auch nicht so wild. Achso, da kommen wir gar nicht rein. Was müssen wir denn dafür drücken? Gleich mal gucken, vielleicht hier drüben. Okay, müssen wir wahrscheinlich da oben noch irgendeinen drücken, damit wir da an die Truhe kommen, Leute. Okay. Bisschen Wasser haben wir hier ja noch. Was haben wir denn hier Schönes? Können wir nicht aufnehmen, weil unser Inventar voll ist. Packen wir das Leben weg. Ey, cool, ein Deluxe-Piratenhut. Nur der berüchtigste Pirat könnte diesen Look glaubhaft tragen. Ja, warum nicht? Cool. Passt sogar zu unserem Hosenanzug hier. So, damit sind wir dann auch wieder am Ende. Und wir gucken nochmal, dass wir hier unsere Sachen irgendwie ja, verbessern können. Spitzhacke würde ich auf jeden Fall mal versuchen. Mit der prismatischen Scherbe. 20 Schlackenscherben brauchen wir. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, ist jetzt auf jeden Fall mächtig. Die anderen Sachen können wir leider nicht verbessern. Brauchen wir auch prismatische Scherben für. Da haben wir noch eine ja, zu Hause liegen. Oder ich glaube sogar zwei. Damit könnten wir nochmal unsere restlichen Werkzeuge verzaubern. Das können wir nochmal machen, aber wir gehen jetzt erstmal hier nach Hause und ja, gucken mal, was der Tag gebracht hat. Ja, mehr Knochen hatten wir ja leider nicht. Der Hut ist echt cool, Leute. Können wir hier noch was kaufen? Ananassamen.
warum nicht? Wofür brauchen wir die ganzen Magma-Hüte? Ein paar Dschungelfackeln. Zumindest zwei kaufen. Die können wir uns dann draußen mal aufstellen. So, einen Drachenzahn können wir ruhig mal verkaufen. Ich möchte mal sehen, was die bringen. Okay, ja, Köder behalten wir. Ich glaube, die restlichen Sachen können tatsächlich hier erstmal in die Kiste wieder. Sofern wir den Platz haben. Also prähistorische Schädel, Schlangenschädel, das werden wir auch mal alles verkaufen. Das nimmt nur Platz weg. Da kommen die Steine noch mit rein. So, das kann auch verkauft werden. Ja, Golderz. Der Zwerg haben wir, den nehmen wir mal mit ins andere Zuhause. So, und wie gesagt, hier die Knochen können wir nochmal verkaufen. Ja, da würde ich jetzt hier die Ananassamen nochmal aussehen. Regnet ja auch gerade so schön. Das heißt, wir brauchen da nicht gießen. So, und Knollen haben wir leider keine. Ja, gut. Legen wir uns mal schlafen. Das war doch schon wieder ein erfolgreicher Tag hier. Und dann gehen wir mal ins Bett. Ja, hier Ananas ist auch gut was wert. Ne? Also 330 für eine. Kann sich schon sehen lassen. Und hier einen Drachenzahn kriegen wir 500 für. Okay. So, wir machen direkt weiter. Ja, ihr braucht wahrscheinlich noch ein bisschen, um zu wachsen. Gar kein Thema. Lass uns doch vielleicht mal ein bisschen angeln, Leute. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und unser Skill wartet ja auch ein bisschen darauf, hier noch Stufe 10 zu werden. Deswegen, ich denke, das können wir nochmal ganz gut machen. Bisschen angeln. Hier als fleißiger Pirat. Vielleicht kriegen wir ja auch nochmal ein paar Walnüsse raus. Das wäre ganz schön. Ach ja, unser Angelgerät hängt sich da wieder ran. Wenn er dann da bleibt. Okay, erstmal wieder reinkommen hier. Ich mag die Musik hier. Ach, verdammt, Leute. Was ist denn los? So, jetzt mache ich mal gar nichts. Ja, da verliert er aber auch so ein bisschen die Haftung manchmal. So, eine Flunder. Noch eine. Ich weiß nicht, wie viel wir schon geangelt haben im Spiel. Ich finde auf jeden Fall persönlich sehr viel. Auch wenn wir uns natürlich oft um andere Sachen noch gekümmert haben. Aber dass wir da noch keine Stufe 10 erreicht haben, wundert mich ein bisschen. Also scheinbar muss man wirklich sehr viel angeln. Ich habe auch keine Ahnung, wie weit wir davon entfernt sind. Angelgerät ist kaputt. Dann bringen wir gleich mal unser anderes an. Da haben wir ja noch eins im Inventar, glaube ich. So, jetzt müssen wir wieder selber dafür sorgen, dass wir beim Fisch bleiben. Vorher hatte das Angelgerät da so ein bisschen für gesorgt,
Ein Schlangschädel, den haben wir schon, meine ich. Ja, Walnüsse möchte ich gerne haben. Goldene Walnüsse. Hier frisch aus dem Meer. Noch ein Schlangenschädel. Wir können ja gleich mal zum Badeort gehen. Mal gucken, was da so los ist. Ja, können wir ja jetzt mal machen. So, die nehmen wir nochmal mit. Ich glaube, jetzt haben wir sogar 75 Muscheln. Dass wir das mal gegen einen Baum eintauschen könnten. Lass uns das ruhig mal machen. Jo, da haben wir 75. Ja, was brauchen wir hier noch? Brauchen wir irgendwas mitnehmen? Ich glaube nicht. Iridiumerz können wir auch mal hier lassen, damit wir auch was hier haben. Und die Fische verkaufen aber. Die brauchen wir alle nicht. So, Joja-Cola wird auch verkauft. Die Edelsteine ebenso. Schlangenschädel haben wir. Brauchen wir nicht. So, trotzdem keiner hier. Ist bestes Wetter. Oh, da sind wir ein Pirat und verkaufen was. Das Strandbad ist geöffnet. Morgen vorübergehend schließen. Das Strandresort wird morgen geschlossen sein. Ja, frag mich nicht, was es damit auf sich hat. Vielleicht kommen die Leute uns ja hier normalerweise besuchen. So, eine goldene Kokosnuss können wir nochmal öffnen dann bei Clint. Genauso wie die Omnigeoden. Ich würde jetzt hier ganz gerne nochmal halt einen der Bäume kaufen. Da, Mangosprössling und 5 von den Drachenzehen brauchen wir für einen Bananensprössling. Das können wir ja auch nochmal machen. Drachenzähne zusammenzukriegen, wissen wir jetzt, wen wir dafür töten müssen. So, versteinertes Bein. Ich glaube, davon haben wir aber auch schon alles. Ja, leider finden wir auch nicht so richtig, um hier in der Archäologie weiter voranzukommen. Ja, trotzdem nochmal einen Blick riskieren. Museum spenden, ja. Hier der Rest von der Schlange fehlt noch und hier oben, ja, wahrscheinlich ein Schwanz und irgendwas oben Knochenartiges für das Viech. Ja, dann würde ich sagen, platzieren wir einmal den Mangosprössling. Wächst auch in 28 Tagen heran und produziert dann das ganze Jahr über Früchte. Ist sogar noch ein bisschen besser als ja, unserer, also als unsere Bäume zu Hause, weil die das ganze Jahr über hier Früchte tragen. Ah, Leo. Gut, dass ich dich sehe. Bitteschön, bist du sicher? Das ist so schön. Kein Problem. Hast du die anderen wie... ich rede nicht viel mit ihnen, ich fühle mich sicher mit meinesgleichen.
Okay, guck mal, die kommen hierher. Ich kriege sehr schnell Sonnenbrand, also bleibe ich einfach für eine Weile unter dem Schirm. Ich mag es im Schatten. Ich kriege sehr schnell Sonnenbrand. Ja. Können wir das auch wieder öffnen? Wird morgen vorübergehend geschlossen sein. Offen lassen? Ja, wir wollen es offen lassen. So, was ist mit dir? Ich frage mich, ob jemand Lust auf ein Volleyballturnier hat. Keine Sorge, ich würde mich zurückhalten. Ich frage mich, ja, fragst dich nochmal. Oh, fühlt sich gut an, diese Schinken auszuruhen. Wenn mich jemand braucht, werde ich einfach hier sitzen und marinieren. So, jetzt können wir auch hier weiter. Gucken wir mal, was da so auf uns wartet. Den Bereich hier kennen wir noch nicht. So, da ist doch bestimmt eine drin. Sehr gut. Aha. Können wir mal weiter gucken, was hier so drin ist. Nur durchweichte Zeitungen. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir hier nochmal ein bisschen umgraben? Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas zu finden ist. Ich glaube zwar nicht, aber... Ja, ich weiß nicht, ob man hier in diese Höhle noch reinkommt. Ah, guck mal. Da lang. Wir hier noch mal ein bisschen angeln. Ich glaube, hier sind die Piraten in der Höhle, wenn es regnet auf der Ingwerinsel. Da macht es vielleicht Sinn, hier mal vorbeizuschauen. Ansonsten glaube ich nicht. Wie ihr seht, ist gerade sehr leer. Durchgeweichte Zeitung. Thunfisch. Hier hinter dem Fisch sich verbirgt wahrscheinlich wieder so eine super Seegurke. Nee, was ganz anderes, ein Stachelrochen. Cool, haben wir dann auch mal gefangen. Trotz seines giftigen Stachels sind diese Fische scheu und meinen lieber den Menschen. Jo, hier gibt es sonst auch nichts zu sehen, Leute. Also können wir da auch erstmal wieder raus. Ja, da würde ich wirklich sagen, fahren wir einmal nach Hause auf den Hof und gucken, dass wir die restlichen Sachen hier nochmal wegpacken. Ab ins Sternentautal mit unserem Piratenhut. Wirkt schon ganz anders gleich. Hey Willy. Wir doch mal unsere Abkürzungen. Ja, Clint hat leider nicht mal auf, sonst hätten wir die Walnuss noch mal vorbeibringen können. Beziehungsweise die Kokosnuss. Ich komme immer ein bisschen durcheinander mit den goldenen Walnüssen und goldenen Kokosnüssen. Ja, der Hof verwildert hier mit dem ganzen Gras.
Da ist auch schon wieder einiges fertig. Ach, Leute. So ist das. Die sind auch wieder fertig. Und die mal wegpacken hier. Zack. Ja, versteinerte Beine brauchen wir halt auch nicht mehr. Die können wir auf jeden Fall verkaufen. Das kann hier erstmal rein. Ja, ich glaube echt, den Rest verkaufen wir einfach. Schlackensteine haben wir jetzt mitgenommen. So, hier kommen die Bomben erstmal rein, die wir übrig haben. Die werden wir da lagern. Iridium-Erz haben wir schon 21 Barren. Macht uns auch keine Probleme mehr. Was haben wir denn hier? Wie geht es dir? Ich hoffe, dir gefällt das beigelegte Geschenk. Ja, werfen wir auch direkt hier rein. So, Stachelrochen bewahren wir uns vielleicht nochmal auf. Knochenfragmente nehmen wir nochmal wieder mit. Den Müll haben wir hier in der Kiste erstmal gelagert. Für den Fall der Fälle, dass unsere Fische mal wieder sowas haben wollen. Da brauchen wir das nämlich nicht sammeln. Okay, Knochenfragmente kommen dann hier noch mit rein. Genauso wie das Hartholz. Den Zwergen haben wir, nehmen wir mit rein. Der kommt da in die Kiste. Genauso wie unsere restlichen Kleidungsstücke. Okay, Leute. Ich glaube, wir sind so weit am Ende eigentlich angekommen von unserem Let's Play von Stardew Valley. Wir könnten uns hier noch irgendwie ja, Kleidung zusammen farmen oder andere Sachen machen. Auch auf der Ingwerinsel gibt es bestimmt noch einiges zu tun. Aber wir haben eigentlich ja, alles gesehen, alles soweit freigeschaltet, was es fast zu freischalten gibt. Also wir haben auf der Ingwerinsel noch so ein paar Walnüsse, die wir sammeln können. Für zum Beispiel den Schnelltransport der Papageien oder unser Postfach am Haus. Ja, oder die Brücke halt in der Vulkanmine. Wenn man so und so viele Walnüsse hat, dann kommt man auch in die Tür rein mit den Walnüssen. Da erwartet dann einen auch nochmal ein Geheimnis. Aber das alles wäre für mich jetzt noch irgendwie Grind und ja nicht so richtig mit Spielspaß verbunden. Ich denke, euch wird es ähnlich ergehen. Also ja, man hat hier sonst nur wirklich diesen Alltag, in dem man immer seine Runden abfarmt und wirklich viel passieren tut hier jetzt auch nicht mehr. Wir haben mittlerweile das dritte Jahr. Die Feste wiederholen sich, wir sind verheiratet, wir könnten noch ein zweites Kind mit Penny bekommen. Das wird dann nachher soweit sein, wenn Jonas groß genug ist. Der wird dann hier so ein bisschen rumlaufen. Mehr ist mit den Kindern aber leider auch nicht anzufangen. Also auch das ja, wird dann alles sein. Ich würde sagen, wir gehen nochmal schlafen, gucken, was der Tag gebracht hat. Vielleicht erreichen wir ja sogar noch Stufe 10 vom Angeln her. Ich glaube aber nicht. Und auch das, liebe Leute, ja, wäre jetzt einfach nur nochmal ja, Zeit investieren, um die Stufe 10 zu erreichen. Müssen wir auch nicht unbedingt machen, finde ich. Und ja, Fazit von Stardew Valley. Es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Schon von Anfang an. Ich habe es natürlich privat auch als erstes damals schon gezockt, wo es rauskam. Mit Harvest Moon damals auf der Super Nintendo habe ich angefangen, solche Spiele zu spielen, hab das schon geliebt und Stardew Valley war hier natürlich auch ja, direkt Pflichtprogramm für mich. Es wird auch mit Sicherheit noch ein anderes Farming-Spiel geben, mal hier oder da, und vor allen Dingen, wenn der Nachfolger rauskommt von Stardew Valley, werde ich den auf jeden Fall auch wieder spielen. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die zugeschaut haben. Es hat mir, wie gesagt, viel Freude bereitet, auch, dass ihr natürlich so fleißig mit zugeschaut habt und auch fleißig Kommentare dagelassen habt, immer Tipps und Tricks ja, mitgebracht habt. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei anderen Let's Plays mal reinschaut. Vielleicht ist das ein oder andere Spiel dabei, das euch auch interessiert. Und ja, Haus ist soweit ausgebaut hier. Wir haben alles schön gemacht. Aquarium, ja, könnte man vielleicht mal anders platzieren. Hier mit dem Wein ist auf jeden Fall auch einiges zu tun noch. Ja, wie gesagt, also wir können noch etliche Runden weiterspielen, aber irgendwann muss auch das mal vorbei sein. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann, wie gesagt, bei den anderen Spielen vielleicht auch mal reinschaut und wir werden uns dann mit Sicherheit nochmal wiedersehen. Also bis dahin, liebe Leute.